Die Show ist angelehnt an die Solokonzerte von Udo Jürgens und ich und meine Mitmusiker, wir haben diese Songs von ihm teilweise neu interpretiert. Die Erde, sie bleibt nicht stehen, solange wir sie weiter drehen, solange wir Gefühle zeigen und Fantasie. Wir haben die Kraft der Liebe, komm, nutzen wir sie. Oh, packen wir es an, jetzt oder nie. Die Idee, eine Hommage an Udo Jürgens zu kreieren, kam uns 2014, als wir in Spanien und Portugal zusammen auf Tour waren. Wir haben im Rahmen dieser Tour unter anderem einen Block gespielt mit Udo Jürgens Liedern. Und das kam beim Publikum extrem gut an. Und da haben wir gedacht, da machen wir mehr draus. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh yeah. Die Sonne, die Sonne, die Sonne und du. Für mich das Besondere an der Show sind meine zwei Mitmusiker, die ich habe. Einerseits die bezaubernde Mandy Römer als Sängerin und andererseits Matze Wiesner, der 7 bis 8 verschiedene Instrumente in der Show spielt. Das macht diese Show einerseits atemberaubend, andererseits finden wir die Momente, wo es ganz intim wird, wo es ganz ruhig wird. Und ich glaube, diese Vielfalt, die wir auf die Bühne bringen mit nur 3 Musikern, ist wirklich besonders. Was man nicht sagen kann, weil man allein nur fühlt, wie eine Brandung, die den Fels umspült, die dich erfasst und mit sich in die Tiefe reißt. Ich kann es fühlen, doch nicht sagen, wie es heißt. Die Stimme von Martin ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der die Show einzigartig macht, und zwar explizit, wie er es interpretiert. Also er singt jetzt nicht nur wie Udo Jürgens oder klingt so wie Udo Jürgens, es gibt sicherlich einige, die das machen, sondern er interpretiert die Sachen auf seine eigene Weise. Die Elemente, die diese Show zum Leben bringen, sind so vielfältig und auf einer Bandbreite aller Emotionen angelegt, das muss man einfach erlebt haben. Matador. Stell es dir vor, Matador, dieses Gefühl. Für mich war Udo Jürgens einer der größten Komponisten, die wir hier je hatten. Das Besondere für mich ist, dass er immer als Mahner auftrat, ohne zu mahnen. Und er ist einfach der Grand Seigneur de Chanson. See you.